Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für dieses Land, dafür, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass Existenzen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die über die letzten Jahrzehnte etwas aufgebaut haben, auch über diese schwierigen Monate gemeinsam kommen. Und ich bin Ihnen dankbar für viel Unterstützung, auch was die Frage angeht der medizinischen Versorgung der Gesundheit. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier noch mal ein Stück weit Sensibilisierung und vielleicht auch einen gewissen Aufruf ins Land senden können. Denn, meine Damen und Herren, wenn man heute anschaut, wo kommen die Infektionszahlen her, so ist es ungefähr ein Drittel aus dem Bereich Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen. Deswegen arbeiten wir sehr intensiv daran, dort auch die Situation zu verbessern. In einem Gespräch mit den Landräten gestern Abend habe ich auch nochmal sie ermutigt dazu, ein generelles Betretungsverbot für diese Einrichtungen zu erlassen und nur dann Besuch zu ermöglichen, wenn ein negativer Corona-Schnelltest vorliegt. Ich denke, die Situation, die wir in den Heimen haben, erfordert das. Der Schutz der Gesundheit der Bewohner hat alleroberste Priorität. Es gibt inzwischen genügend Schnelltests auf dem Markt, sodass auch da die Möglichkeit besteht, diese Serviceleistung anzubieten. Wir gehen davon aus, dass darüber hinaus Mitarbeiter in den Bereichen, die dort tätig sind, auch regelmäßig getestet werden. Die Anzahl der Positivfälle, die dann auch immer zu ganz gravierenden medizinischen Folgen führt, gerade in den Pflegeheimen, ist extrem hoch und muss nach unten gedrückt werden. Der andere Bereich ist eben der Bereich des betrieblichen Umfelds. Und da ist es aus meiner Sicht selten die Arbeitsplatzgestaltung und oft das Zwischenmenschliche von Kollegen bei der Pausengestaltung in der Umkleide. Und da wollen wir gemeinsam auch nochmal deutlich sagen, besser aufpassen, genau hinschauen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Betrieb geschlossen werden muss oder die Brigade nicht mehr arbeiten kann. Dieser Termin dient also genau dieser Botschaft, und das machen wir gemeinsam, die Staatsregierung und die sächsische Wirtschaft. Ansonsten noch einmal, wird in diesem Land entschieden in aller Ruhe und mit genügend Vorlauf. Der Plan ist, sich die Zahlen jetzt anzuschauen. Das Ergebnis, was wir heute sehen, ist keine Abwärtsbewegung, sondern ein Steigen auf einem sehr hohen Niveau, eine Seitwärtsbewegung in einigen Bereichen. Deswegen werden wir im Laufe dieser Woche eine Entscheidung treffen. Aber das wird alles so sein, dass es für alle kalkulierbar und genügend Zeit zur Vorbereitung gibt. Tschechien hatte die höchste Corona-Zahlen im Herbst. Dennoch kontrolliert niemand an der Grenze. Wird dieser Fehler jetzt korrigiert? Ja, auch darüber haben wir ja oft miteinander gesprochen. Wir haben auch in der Ministerpräsidentenkonferenz da eine klare Erwartung gegenüber der Bundesregierung geäußert. Es gibt einen Erlass von Bundesminister Seehofer an die Bundespolizei zu kontrollieren. Dabei legen wir Wert darauf, dass die Grenze für Berufspendler offen bleibt, auch für Familien, die auf der einen Seite wohnen und leben. Aber dass touristische Fahrten unterbleiben, und touristische Fahrten sind auch das Einkaufen im Nachbarland. Und das ist jetzt die Aufgabe der Bundespolizei, das zu realisieren, und zwar ohne, dass der Schlagbaum runtergeht, ohne dass es kilometerlange Staus gibt. Sicherlich keine einfache Aufgabe, aber das ist die Realität in unserem Europa, in diesem gemeinsamen Schengen-Raum. Und die gesetzlichen Regeln sind ganz klar. Wer jetzt nach Tschechien fährt, aus einem touristischen Grund, einkaufen, tanken oder weil er es nicht lassen kann, Skifahren, geht danach 10 Tage in Quarantäne mindestens. Und diese Regeln werden wir durchsetzen.